Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bei einem weiteren konstruktiven Dialog im Rahmen des Forums Seitenstetten 2021. Die jetzigen Teilnehmer sind Gerhard Kofler, Markus Püringer und Michael Striebel. Und anders wie bei gewöhnlichen Veranstaltungen, wo der Moderator seine Experten vorstellt, haben wir für dieses außergewöhnliche Format es so gewählt, dass die Experten einander gegenseitig vorstellen. Und ich lade einmal den Gerhard ein, seine beiden Expertenkollegen vorzustellen, indem er erwähnt, was er an ihren Ansätzen als besonders wertvoll wahrgenommen hat. Gerhard, bitte. Ja, hallo, begrüße euch an diesem schönen Sonnentag, zumindest hier in Wien. Ich darf jetzt den Markus Püringer vorstellen, den ich vorher nicht gekannt habe und über seine Präsentation beim Seitenstetten Dialog erst kennengelernt habe. Er ist Volkswirt, hat zwei Bücher geschrieben und hat die Inhalte nicht der Bücher, seines Denkens sehr griffig und kurz formuliert. Und sein wichtigster Ansatz, den ich mitgenommen habe, analytischer Ansatz, ist dieses exponentielle Wachstum, das sich sehr auch mit meinem Denken überschneidet, das wir in unserem kapitalistischen System haben und das immer wieder zu Krisen führt. Und derzeit sind wir ja mittendrin, nicht nur in einer Pandemie, sondern in einer multiplen Krise, Umwelt, Klima, Friedenskrise beziehungsweise soziale Krise. Und das, ja, da habe ich mich sofort verstanden gefühlt von seinen Gedanken. Und auch die Art, wie er das gebracht hat, war für mich sehr sympathisch. Ja. Und habe mich natürlich sofort für seine Bücher interessiert und hoffe, dass er mal die Zeit findet, sie auch zu lesen. Ja, dann komme ich zu Michael Strebel. Der hat mir sozusagen Neues in mein Denken gebracht, in einer sehr klaren, strukturierten Form. Er ist Analytiker oder muss jetzt noch mal schauen, Psychologe, ja, weil dieses Denken ist mir nicht so vertraut, es interessiert mich zwar und ich selbst war in der Kommunikation tätig als beratender Mensch für Industrieunternehmen und da habe ich entdeckt, dass gerade die Kommunikation eines der grundlegenden Probleme ist, die in den Firmen existiert und auch in der Zivilgesellschaft, bei der ich in den letzten 4 Jahren seit meiner Pensionierung sehr intensiv tätig bin. Ja. Und welche sehr einfachen Regeln man befolgen sollte, um einen nützlichen, zielorientierten Dialog zu führen und einen gegenseitig ermutigenden, das hat er in seiner Präsentation hervorragend gemacht, finde ich. Ja. Also ich bin froh, dass ich mit den beiden Herren zusammen hier als Nicht-Experte, ich mag das Wort Experte auch nicht, sitze und auch mein Denken da mit hineinbringen kann. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bitte. Gut, dann. Ja, danke, danke, Gerhard. Bitte, Markus, wenn du jetzt deine beiden Expertenkollegen vorstellst. Ja, mir geht es ähnlich wie dem Gerhard, dass ich auch so das Gefühl habe, ich bin schon sehr interessiert an diesen Belangen, aber so als den großen Experten sehe ich jetzt dort auch nicht, weil die Dinge auch sehr, sehr komplex sind. Ja, ich darf vorstellen den Gerhard Kofler, den ich vorher auch nicht gekannt habe, obwohl ich eigentlich auch sehr lange schon in diversen Gruppierungen der Friedensbewegung auch tätig gewesen bin. Und das ist dem Gerhard auch ein großes Anliegen. Du warst, was man früher genannt hat, Entwicklungshelfer auch einmal und
sehr, sehr breit engagiert in diversen NGOs oder so. Die Initiative Abfang ist, glaube ich, eine, die du da mitbegründet hast oder wo du sehr aktiv dabei bist. Das, was mir bei dir sehr besonders gut gefallen hat, ist, dass du betonst, dass Geld nichts anderes als ein Tauschmittel ist. Das denke ich nämlich auch. Und dass in diesem System da ja was falsch ist, wenn wir so dezidiert betonen, dass es eigentlich ein Tauschmittel ist, dann stellen wir ja damit auch die These auf, dass in unserem herrschenden Geldsystem sich da was mit hineingemischt hat, was nicht sein sollte. Ja. Und das, was mir bei dir auch sehr gut gefallen hat, du hast den Rutger, glaube ich, heißt der Bregmann, auch zitiert, im Grunde gut, also dein sehr, sehr optimistisches Menschenbild, also dass die Menschen im Prinzip gut sind, dass es durch die Systeme, in denen wir leben, halt oft schwierig ist, dass das Gute sich da Durchbruch verschaffen kann, dass es aber eben genau dieses kapitalistische System ist, das die Konkurrenz zwischen uns Menschen so stark befördert und ja, und daher das, was eigentlich in uns grundgelegt ist, nämlich die Kooperation, sich nicht so entfalten kann. Ja? Aber dieses sehr optimistische Menschenbild von dir, das hat mir am allermeisten angesprochen. Den Michael Striebel kenne ich eigentlich schon ziemlich lange, obwohl wir uns jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber wir haben in der Friedensbewegung Pax Christi vor 20, 25 Jahren einige Male auch zu tun gehabt. Ja, das Spannende, ganz konkret spannende Geschichte habe ich beim Michael gefunden, dass er gewaltfreie Kommunikation uns da auch dargestellt hat, die kenne ich schon, aber so diesen Aspekt, man soll, wenn man diskutiert, nicht mehr als ein Thema behandeln, weil sonst wird es zu komplex und auch nicht mehr als eine Frage stellen in Diskussionen und für das Ganze auch nicht länger als eine Minute brauchen. Und das glaube, dass das eine sehr hilfreiche Instrument sein könnte, um konstruktive Dialoge zu führen. Er hat das effektives Zuhören dann genannt. Ja. Da gehört das effektive Reden dann auch dazu. Und den Aspekt, den ich auch sehr spannend bei ihm gefunden habe, war der Hinweis zum Schluss und die Frage, was macht Geld mit uns? Weil ich, und mit der Botschaft, Philosophen und Psychologen sollten sich da noch viel intensiver damit auseinandersetzen. Das finde ich eine unheimlich spannende Frage, weil ich glaube, dass dieses herrschende Geldsystem aus uns Menschen sehr, sehr viel macht, dass das in alle menschlichen Bereiche mit hineinwirkt und da mehr darüber zu erfahren, was es denn mit uns macht, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, danke. Ja, danke, Markus. Michael, dann bitte du deine beiden Expertenkollegen präsentieren. Ja, schönen Gruß, guten Tag aus Bregenz. Es ist schon fast alles vorgestellt worden. Gerhard, der Weitgereiste, der viele Stufen und Tätigkeiten hinter sich hat. Und Markus, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und in Linz lebt. Ja, wie schon gesagt, den Markus kenne ich sehr ziemlich gut, habe schon einige Vorträge von ihm gehört. Den Gerhard kenne ich nicht, obwohl ich meine, den Namen schon mal irgendwo gehört zu haben. Was hat mir besonders gefallen am Gerhard Kofler? Erstens der Hinweis auf den Artikel von Walter Oetsch in der Wiener Zeitung. Den habe ich mir gleich angeschaut. Und ebenso den Hinweis auf die zwei Bücher von Rutger Breckmann, Die Utopie für Idealisten und Im Grunde gut. Gerhard hat betont, und das scheint mir wichtig zu sein, das Geld zu entlarven, diesen Ausdruck hat er verwendet, dass es eigentlich nur ein Tauschmittel ist oder sein sollte. De facto ist es im Augenblick mehr.
Gerhard betont, dass wir gemeinsam etwas schaffen müssen. Das ist auch eines meiner Hauptanliegen. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Disziplinen und wenn wir nicht gemeinsam zusammenarbeiten, schaffen wir da überhaupt nichts. Wir müssen noch sehr viel lernen, hat Gerhard betont. Wir müssen unsere Kreativität einsetzen. Und was mir sehr gut gefallen hat, auch das Privateigentum hinterfragen. Also die Frage, wo ist Privates sinnvoll und wo nicht. Bei Markus hat mir gefallen, seine zwei Bücher, die Aussicht durch Hexerei oder durch Tausch oder so etwas, ein Märchenbuch zu bekommen, finde ich ganz toll. Ich bin schon ganz gespannt, Markus, wie das vonstatten gehen soll, à la Rumpelstilzchen oder Froschkönig. Es ist schön, wenn wir unsere Kreativität einsetzen. Markus hat gesagt, unser Geldsystem ist krank. Das ist sein Ausdruck gewesen. Und wenn man das Krankheitsbild verwendet, dann ist natürlich die spannende Frage, gibt es ein Heilmittel dagegen oder mehrere Heilmittel? Oder durch die Erwähnung des exponentiellen Wachstums ist natürlich die Frage, welches sind oder welches wären die begrenzenden Faktoren, die exponentielles Wachstum so minimieren, dass es einem normalen Wachstum gleicht, wie wir das in der Natur in ganz vielen Kreisläufen ja haben. Mir gefällt der Gedanke, auch wenn er mir wehtut, dass das Geld ständig ein klein bisschen entwertet sein sollte oder de facto haben wir es schon fast auf den Sparkonten. Und noch besonders gefallen hat mir der Hinweis darauf, dass wir keine Erwartungen an die Politiker stellen sollen. Das ist auch mein Fazit nach vielen Jahrzehnten zivilgesellschaftlicher Arbeit, dass die Politiker nur dann etwas tun, wenn die Zivilgesellschaft oder die Mehrheit der Bevölkerung das bereits geschafft hat. Ja, soweit mal mein Beitrag. Ja, danke, Michael. Da ist ja schon in der Einleitungsrunde sehr viel an Themen sichtbar geworden und eine gewisse Resonanz, so wie ich das wahrnehmen konnte. In der nächsten Runde mag ich euch die Gelegenheit geben, kurz Ergänzungen zu machen zu dem Expertenfeedback, das ihr gerade erhalten habt. Sie beginnen wieder beim Gerhard. Ja, danke. Ihr habt einige meiner Selbstzweifel weggewischt, weil ich mir gedacht habe, in der Vorbereitung, ja, was mache ich da drinnen, wenn die so viel wissen und ich nicht? Ja, was mir noch eingefallen ist, habe ich vergessen und das möchte ich ergänzen. Der Michael hat auch gesagt, unter anderem, dass man sich im Dialog über die Weltanschauung des Dialogpartners klar sein sollte. Und das ist ein interessanter Punkt, finde ich, weil er natürlich auch verführt, wie man heute sagt, zu biased, also vorgespannt dem anderen zu begegnen und er schnell auch eine Mauer aufbauen kann. In einer Hinsicht finde ich das sehr natürlich, macht sich jeder ein Bild über den anderen, aber in anderer Hinsicht kann es passieren, dass man sich zurückzieht, wenn man denkt, oh, der tickt ja ganz anders und da komme ich überhaupt nicht dran. Ja? Also das ist ein interessanter Punkt in Dialogen, gerade heute in der Blasenbildung und wo die Leute sich oft wirklich in vollkommen geschlossenen Kreisen bewegen mit ihren Ideen und so weiter. Sonst kann ich nur unterstreichen, ich erwarte mal von der Politik ganz wenig, obwohl das immens wichtig wäre, die richtigen Rahmenbedingungen für eine ökosoziale Zukunft zu stellen, gerade jetzt. Aber ohne Zivilgesellschaft wird überhaupt nichts passieren. Also wenn es keinen Druck von der Straße, von unten gibt,
dann wird nichts passieren. Und für mich ist ein spannendes Moment, ganz aktuell, das, was momentan in Steyr passiert bei der MAN, ob dieses Nein in dieser Situation etwas bewegt, was letztendlich positiv ist und das eine oder andere doch eine andere Tendenz gibt. Ja. Also das finde ich sehr mutig von den Arbeitern dort, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Das muss ich sagen. Das ist ja ganz aktuell. Die Märchengeschichte finde ich wunderbar, weil gerade die Emotionen ja viel zu kurz kommen. Da hat der Michael auch betont, und wenn du dich damit beschäftigst, ja. Und ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sieht man das? Aus dem Garten der Gefühle. Ja, aus dem Garten der Gefühle. Und da ist ein Satz drinnen, ein Gedanke, der lautet, wo Zahlen glühen, verbrennen Herzen. Und wir leben in so einer vermessenen Welt und in so einer gezielten Welt, dass die Gefühle oft total nicht in den Vordergrund kommen können, dürfen oder man sich auch nicht traut, sie zu zeigen. Ja. Also dieses macht mich total wahnsinnig, wenn ich Leute im Wald sehe mit ihren Schrittzähler oder sonst irgendwas. Ja. Also selbst in der Natur, wo sie das annehmen, müssen sie sich selbst vermessen. Das möchte als Gedanke da hineingehen. Noch zusätzlich. Danke. Ja, vielen Dank, Gerhard. Das ist das ständige Selbstoptimieren, das da momentan läuft. Ja. Markus, hast du Ergänzungen zu dem Feedback, das du bekommen hast? Im Prinzip fühle ich mich sehr gut wiedergegeben, wie sehr ich selber immer so auch mein Video dann angeschaut, das Gefühl gehabt habe, ja, da hätte man noch so viel sagen können, aber so die wesentliche Botschaft ist, glaube ich, hinübergekommen. Ich glaube in der Tat, dass unser Geldsystem krank ist. Also in meinen Büchern habe ich das dann bewusst versucht, Reichtumsprämie zu nennen, also dass das Geld in unserem System, in diesem kapitalistischen System, sich von sich aus vermehrt. Der Thomas Piketty, dieses Buch des Kapital des 21. Jahrhunderts, das er geschrieben hat, hat da berechnet, dass es um 5% pro Jahr real sich vermehrt. Jetzt ist der Hinweis von Michael auch gekommen, ja, auf deinen eigenen Sparbüchern ist da eh nicht, das ist da ja nicht mehr zu sehen oder die Zinsen sind eh quasi auf null. Das ist manchmal ein bisschen die Verwirrung, die da herrscht. Das stimmt natürlich, dass auf den Sparbüchern nichts mehr zu bekommen ist oder de facto nichts mehr zu bekommen ist oder wenn man Inflation wegrechnet, dann eh schon negativ. Ist allerdings, wenn man sich anschaut, was auf den Kapital- und auf den Aktien- und auf den Immobilienmärkten passiert, dann ist das dort der Fall, dass es im Durchschnitt so ist, dass das Kapital sich vermehrt. Ja. Und ja, das ist das, was ich als Krankheit bezeichnen würde und das ist dann auch der Ansatzpunkt, dass meines Erachtens am Geldsystem das verändert werden müsste, dass sie das vermehren kann. Es müsste im Durchschnitt so sein, dass es auf null ist, ja? Dass es es nicht vermehren kann. Ja? Und da braucht man eben diese Entwertung des Geldes. Das wäre so mein Ansatz. Ich glaube allerdings, bin ich, wie auch schon genannt haben, nicht sehr zuversichtlich, was die Politik angeht. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, was die Zivilgesellschaft angeht. Also ich glaube nicht, dass wir das hinbringen werden, dass wir via Einsicht sagen, und jetzt verändern wir dieses Geldsystem. Ich glaube in der Tat, dass es innere Widersprüche in diesem System gibt, dass dieses System auch irgendwann einmal zerreißen wird und dann ein Neuanfang möglich ist. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht sehr optimistisch, aber es ist so, dass ich mittlerweile daran glaube. Dass es eine neue Epoche braucht und dann wird vieles möglich sein. Auch das, was der Gerhard zum Beispiel vorher gesagt hat, da wird es ja so. Oder hoffe ich sehr darauf, dass sich diese kooperative, im Grunde gute Natur des Menschen dann viel stärker zeigen kann. Dann wollen wir doch diese Epoche aktiv mitgestalten, diese anbrechende, die neue.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man sie herbeiführen kann. Also ich glaube in der Tat, dass es eine exponentielle Funktion ist, die auf unseren Aktienmärkten zum Beispiel zu beobachten ist, und irgendwann einmal bricht es zusammen. Ja? Und dann ist was Neues möglich. Also das ist eine Zusammenbruchstheorie, ist mir schon klar. Sympathischer wäre mir auch was anderes, aber es ist so, dass ich an das glaube, aber da bin ich sehr optimistisch, dass da dann neue Ansätze möglich sind. Ja? Wunderbar, danke Markus. Michael? Ja, ich bin schon ganz gespannt auf den Hauptteil, deswegen möchte ich mich hier kurz fassen. Das eine, was die Zeit angeht. Seit über 35 Jahren bin ich in der Grundeinkommensbewegung tätig, habe viele Vorträge gehalten und Diskussionen geführt. 35 Jahre, bitte, hat das gedauert, bis das jetzt im Mainstream angekommen ist. Heute ist in jedem, findet man jede Woche mindestens einen Artikel oder irgendeine Gruppe, die sich mit dem Thema Grundeinkommen befasst. Wir sind oft verzweifelt in den ersten 20, 25 Jahren, weil das Thema speziell in Österreich einfach nicht weitergegangen ist. Ja? Deswegen denke ich, man muss wirklich mit langen Zeithorizonten rechnen, wenn man eine neue Idee auf die Wege bringen will. Also das als positives Beispiel. Aber wie gesagt, nichts Kurzfristiges. Ja, das scheint mir im Augenblick das Wichtige sein. Den Rest, ich möchte im Hauptteil dann mehr erzählen. Ja, wunderbar. Ja, dann danke, Michael. Danke für den Einstieg. Und jetzt können wir gleich aktiv in die Runde starten, dass wir uns nämlich Gedanken austauschen für praktisch umsetzbare Aktivitäten und Maßnahmen, von denen ihr meint, dass sie geeignet sind, dass man Schritt für Schritt zur Verbesserung der momentanen Situation im Geld-, Finanz-, Wirtschaftssystem, auch im Gesellschaftssystem, dass wir da beitragen können. Und ich mag wieder bei der bewährten Reihenfolge bleiben und mit dem Gerhard beginnen. Bitte. Das ist schwierig. Mir hat sehr gut gefallen der Gedanke von Michael mit den, wir sollten die Planspiele, die Experimente wieder beleben. Ich glaube, es liegt schon so viel am Tisch, es sind so viele Bücher geschrieben und es ist nichts weitergegangen, wie wir sagen. Ja, nicht wirklich. Was nicht ganz stimmt, weil der Michael gerade gesagt hat, es hat 35 Jahre gedauert und jetzt ist angekommen, das bedingungslose Grundeinkommen oder das Thema. Ja. Ich glaube auch, dass es ein Zeitfensters bedarf, und es gibt so historische Fenster, zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg sehe ich das, was da in Wien passiert ist, das Beispiel auf dem sozialen Bereich und gesundheitlichen Bereich. Innerhalb von 10 Jahren haben sie die Welt umgedreht. Aber das war nur möglich in diesem Zeitfenster nach dieser immensen Zerstörung und dem Desaster. Ja, da bin ich überzeugt. Sonst hätte das viel länger gedauert. Und ich glaube, wir steuern auf so ein Zeitfenster zu. Also bin kein Prophet oder sonst irgendwas, aber wenn man sich die Entwicklungen anschaut, ich habe leider das nicht ich zeige nur ganz kurz, das ist eine wunderbare Broschüre, die überall dieses exponentielle Wachstum zeigt, also in der Atmosphäre, bei der Temperatur, der Fischfang im Meer, der Verlust an Regenwäldern und so weiter, quer durch diese Situation. Wir sind total in dieser steigenden Kurve drin. Und dieses Horrorszenario, dass wir nicht unendlich Zeit haben, das mag ich überhaupt nicht, aber ich denke, es ist so. Ja. Und daher denke ich, dass das auch Kräfte bewegen kann, die wir momentan nicht abschätzen. Und es kann keine 35 Jahre mehr dauern, bis gewisse Themen im Mainstream ankommen. Und wenn man sich anschaut, was in der Klimabewegung nur durch die viel angefeindete Greta Thunberg und
passiert ist, wie dieses Thema innerhalb von 2, 3 Jahren in die Öffentlichkeit gerückt ist, dann ist es ein anderer Zeithorizont und bestätigt irgendwie dieses Zeitfenster. Also ich vertraue darauf, dass viel gute Konzepte da sind, geschrieben wurden, Analysen genug gemacht wurden. Sie müssen nur umgesetzt werden und die Leute, die verschiedenen Disziplinen müssen zusammenarbeiten und daraus die beste Entwicklung ausarbeiten. Ja. Ja, danke Gerhard. Dann darf ich an den Markus weitergeben, bitte. Gut, ich möchte jetzt versuchen, also ich kann da vieles mitbestätigen, was der Gerhard da jetzt auch gesagt hat, auch das mit den Kurven, das finde ich, also zuletzt wieder in einem Buch von Joachim Bauer, wo er auch diese exponentiellen Verläufe da irgendwie zeigt, gesehen. Also ich lebe durchaus auch in dieser Erwartungshaltung, dass wir in einer Brückenzeit leben könnten. Ja? Also dass es da von etwas, das wir kennen, zu etwas geht, wo wir noch nicht genau wissen, wo es hingeht. Ich möchte es versuchen am Märchen des Aschenputtels, also wenn ich jetzt schon die Märchen bediene, warum ich die Märchen spannend finde oder spannend gefunden habe und da jetzt dann auch ein Buch darüber geschrieben habe, ist, dass ich glaube, dass die Märchen auch sehr systemkritisch zu lesen sind, in dem Sinn, dass es bei ganz vielen Märchen vorkommt, dass am Beginn die gute Mutter gestorben ist oder tot ist oder sie einfach schwach ist. Ja? Und diesen Hinweis lese ich so, dass es eine Zeit gegeben hat, manchmal nennt man das Matriarchat, was auch wieder ein sehr verwirrender Begriff vielleicht auch ist, aber eine Zeit, wo wir Menschen im Einklang mit der Natur gelebt haben und weitgehend gleiches Einkommen gehabt haben. Und dass das die längste Zeit der Menschheitsgeschichte so gewesen ist. Da gibt es auch anthropologische und historische Studien dazu, dass das so gewesen ist und dass das eigentlich der Natur von uns Menschen entspricht. Dann ist irgendwann einmal etwas gekommen und ich glaube, dass es ganz wesentlich mit dem kapitalistischen System zusammenhängt und nicht so sehr mit der Sesshaftwerdung. Das wäre wieder ein eigenes Thema, aber ich glaube wirklich, dass es mit der Entwicklung des kapitalistischen Systems vor in etwa 5000 Jahren zu tun hat. Und in der Sprache der Märchen würde es eben heißen, also die gute Mutter ist gestorben und die böse Stiefmutter ist dann da gewesen und mit den Stiefschwestern. Ja. Und dann ist quasi eine schlimme Zeit angebrochen und ich glaube, wir leben in dieser Zeit auch so aus ökologischen, aus sozialen Gründen, aber auch, was es psychisch dieses System mit uns macht. Und jetzt da versuche ich beim Aschenputtel zu bleiben, ohne das jetzt da ganz genau auszudeklinieren. Also der ist passiert, dass sie dann quasi völlig deklassiert worden ist und dann quasi nur mehr in Schutt und Asche gelegen ist. Und das ist für mich ein wenig ein Bild für Menschen, die sich vielleicht noch diese Sehnsucht in sich tragen, dass es eine gerechte und ökologische Welt geben könnte. Und das, was sie macht in dieser Phase, ist nicht, dass sie das System bekämpft, sondern dass sie dass sie regelmäßig zum Grab der Mutter geht. Also diese Erinnerung wach hält, wir Menschen wären grundsätzlich schon zu dem fähig, ökologisch und sozial, also gleich miteinander zu leben. Durchaus auch eine spirituelle Verbundenheit, die ich da irgendwie auch sehe. Also sich zu verbinden mit der Natur, das glaube ich klar, dass das was ist, wozu wir auch fähig sind und dass uns das auch in Krisenzeiten sehr, sehr helfen kann, immer wieder auch in den Wald oder in die Wiese zu gehen oder einfach sich Zeit für uns selber zu nehmen. Also Spiritualität als ganz großes Thema, das ich glaube, das wichtig ist, dass wir uns mit dem stärken. Und das, was in diesem Märchen auch noch sehr deutlich herauskommt, ist, also in dieser Szene, wo die Tauben dann helfen, die Linsen die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Also zu dieser Unterscheidung zu treffen, was ist lebensdienlich und was ist nicht lebensdienlich. Also mit Unterstützung von den Tauben, also mit Unterstützung der Natur schafft sie das. Und diese Unterstützung oder diese Schärfung unserer Wahrnehmung zu haben, das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Ja.
ich glaube nichtsdestotrotz, dass es auch wichtig ist, sich mit dem Geldsystem auch noch auseinander, das kommt jetzt im Märchen nicht vor, aber ich glaube schon, dass das dann auch wichtig ist, dass man eine Idee, also ich glaube nicht, dass man es ausdeklinieren muss, wie es ist, aber es ist zuletzt dieser Film Das Wunder von Wörgl wieder gespielt worden, das glaube ich in diesen Kreisen auch bekannt ist. Oft glaube ich, es wäre im Grunde relativ einfach. Also das ist das Instrument, das der Bürgermeister dort praktiziert hat, hat sie auch nicht selbst erfunden, sondern hat sie auch zurück, also, alles seine Vorväter. Aber genau in diese Richtung müsste unser Geldsystem sein. Ich glaube, das kann erst irgendwann einmal kommen, wenn diese, ich bleibe in diesem Bild, die Stiefmutter einfach in eine Krise kommt oder wenn dann so etwas wie ein Hochzeitsfest ausgerufen wird und dann sagt sie, wer ist da wirklich fähig, den Prinzen da zu verzaubern. Ja? Aber ich bin nur ein bisschen in dieser Erwartungshaltung, dass wir halt auf dieses Hochzeitsfest noch warten müssen. Aber das kann man nicht herbeiführen oder da glaube ich nicht, dass ich da dazu etwas beitragen kann. Also wenn es dann so ist, dass dieses System wirklich in eine fundamentale Krise kommt, ich glaube derzeit wird die Geschichte nur aufgeschoben durch die Politiken der EZB, also und aller Zentralbanken oder so, die da billiges Geld hineinschießen jetzt dazu, gerade in der Corona-Phase und auch die Staaten, die sich nun mal alles, was sie haben, zur Verfügung stellen, um den Zusammenbruch dieses Systems zu verhindern, aber er wird sich auf Dauer meines Erachtens nicht verhindern lassen und meine Erwartungshaltung ist zumindest, ich kann das ja auch nicht prognostizieren, aber meine Erwartungshaltung ist, das werden wir alle auch noch erleben. Ja? Und das wird ein gewaltiger Wandel sein und ich hoffe, dass es dann so zum guten Ausgang wie im Märchen kommen wird. Gut. Ja, danke. Du hast starke Bilder in unsere Köpfe gezeichnet. Ja. Ja, danke. Michael? Ja, ich möchte nur kurz an die Stiefmutter anschließen. Ich denke, und hier bin ich mit vielen anderen Leuten nicht der gleichen Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Die Frage beschäftigt uns seit der Romantik und eigentlich schon seit Rousseau. Und ich denke, der Mensch ist sowohl gut als auch schlecht. Und von daher muss man das immer sehr sortieren, was da rauskommt, wenn man in sich hineinhört. Ich habe eigentlich eine ganze Reihe von Vorschlägen, die man machen sollte. Ich möchte aber trotzdem insofern an das von Markus anschließen. Was mich am meisten, ich bin Psychologe und bin immer wieder auf der Suche nach, was ist der Beitrag der Psychologen zu dieser ganzen Krise? Und ich denke, er liegt im Bereich der Motivationsforschung beziehungsweise in der Fragestellung, wie bringt man eigentlich Menschen dazu, sich zu verändern? Und der Mensch ist insofern zum Beispiel, da haben wir schon einen Punkt, gar nicht besonders gut konstruiert. Er reagiert ausschließlich auf unmittelbare Ereignisse. Er ist von sich aus nicht besonders daran interessiert, langfristig zu denken und Entscheidungen, zum Beispiel ein exponentielles Wachstum vorwegzunehmen und dann entsprechend sich jetzt richtig oder anders zu verhalten. Und das heißt, wir brauchen, um die Menschen zu motivieren, ein sehr starkes, einschneidendes Erlebnis, bei dem die Menschen jetzt sofort spüren, hoppla, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe dazu eine kleine Folie vorbereitet. Ich möchte mal kurz einblenden. Hoffe, dass es geht. Hier. Das geht jetzt gerade nicht. Kann man das so lesen? Es braucht ja Zeit, bis es angezeigt wird. Aha, dann könnte ich das ja fast nochmal. Sagt ihr mir, wenn es soweit ist? Sonst erkläre ich das einfach so und ich stelle es jetzt wieder ab. Sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ich erkläre es kurz verbal. Wir haben einerseits diese drohende Finanzkrise, die aber den Nachteil hat, dass sie keiner vorwegnimmt. Die spürt man nicht. Ja?
da müsste man schon sehr genau hinschauen. Wir haben andererseits eine Krise, die uns alle derzeit unheimlich betrifft, und das ist die Corona-Krise. Und wenn es uns, das ist, wir haben gesehen schon im ersten Lockdown, dass die Menschen hochgradig bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie direkt selbst bedroht sind. Und jetzt der Trick und die Fragestellung. Wenn es uns gelänge, dieses hochmotivierende Corona-Problem zu verbinden mit, nicht der Finanzkrise, sondern mit der Umweltproblematik, die ist nämlich noch viel größer als die Finanzkrise. Wenn es uns gelänge, nun dieses, ein langfristiges Problem mit einem kurzfristigen negativen Erlebnis zusammenzubringen, dann hätten wir die Veränderungsbereitschaft. Ich denke, man sollte in diese Richtung noch sehr viel Gehirnschmalz investieren, um diese Verbindung zu schaffen. Also das ist wirklich eine einmalige Situation des Zusammentreffens von etwas Hochmotivierendem und zwei großen Krisen, wobei ich die Umweltkrise, wie schon gesagt, für noch schlimmer halte als die Finanzkrise. Also das ist die eine Idee dazu, woher was kommen könnte. Ansonsten denke ich, wir haben Unmengen von Aufgaben. Wir haben ein riesiges Problem, und das Tolle an dem riesigen Problem ist, es gibt 1000 Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Und es ist für jeden was dabei, egal welcher Ausbildung oder welcher Couleur oder welcher Lebenserfahrung er bis jetzt nachgegangen ist. Ich möchte einfach ein paar Beispiele erzählen. Wir haben einen großen Bereich, den nenne ich das Beackern, das Vorbereiten des Feldes. Wir brauchen Informationen ganz spezifischer Art, die wir über Bildungseinrichtungen von der Schule angefangen verbreiten können. Ich nenne ein paar Sachen. Wir müssen uns viel mehr mit Macht beschäftigen. Macht ist in ganz vielen, in ganz vielen Studiengängen überhaupt kein Thema. Meistens auch bei Psychologen nicht. Wir müssen bestimmte Verhaltensweisen begünstigen, zum Beispiel Vereinen beitreten, die etwas anderes als das Konkurrenzprinzip praktizieren. Also, ich denke, Tauschvereine, Schenkvereine, Repair-Shops, alles das sind Formen, die eine andere Form des Denkens bereits praktizieren. Natürlich auch die vielen Formen des gemeinsamen Wirtschaftens. Ich möchte ausdrücklich hinweisen auf den Beitrag von Inge Patsch. Ich finde ihn außerordentlich hörens- und sehenswert. Wenn sie nur etwas langsamer sprechen würde, dann würde man auch noch mitkriegen, wen sie da immer zitiert. Das ist übrigens eine Anregung an alle, die das nachher das Video bearbeiten. Könnte man nicht jedes Mal, wenn ein Name genannt wird oder wenn ein Buch genannt wird, dieses Buch einblenden oder alternative eine Literaturliste hinten dranhängen, damit man überhaupt auch weiß, wo man weitermachen kann. Ich möchte, wenn wir schon dabei sind, ausdrücklich die Bücher vom Harald Welzer empfehlen. Wir brauchen solche Literatur, die uns nicht das Böse vor Augen führt, was das drohende Böse, sondern in den Büchern vom Harald Welzer kriegt man richtig Lust, weiterzuleben. Das finde ich einfach toll. Also der macht Hoffnung, der beschwört nicht nur Negativszenarien, sondern er sagt, das und das und das, das würden wir gerne weitermachen. Wir Psychologen hätten auch einige Hausaufgaben zu machen. Wir müssen Sachen wie Gier und Neid, zwei wesentliche Beweggründe und Motivationsgründe, noch viel genauer studieren und verbalisieren. Hier ist noch lange nicht alles gesagt, was zu sagen ist. Wir haben dann völlig andere, den Wissenschaftsdialog. Wir haben Unmengen von Wissen, auch alternatives Wissen über Geldsysteme, aber auch über Umweltfragen. Aber wir bringen das nicht zusammen. Da sitzt also irgendein Professor in seinem Kapphäuschen und schreibt ein Buch mit einem fantastischen neuen Geldsystem, und ein anderer macht das
2000 Kilometer entfernt ebenfalls, die passen auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Was wir machen müssen, ist, entweder die beiden Professoren oder diese Ideen zusammenzubringen und dann entweder in Plan spielen oder in sehr langwierigen, ausdauernden wissenschaftlichen Diskussionen aneinander zu reiben und einander näher zu bringen. Das ist eine Aufgabe, die Seitenstätten nicht als Konferenz leisten könnte, aber wenn sich daraus Arbeitsgruppen ergeben, die bestimmte Bücher miteinander vergleichen oder die zumindest ein bestimmtes Buch lesen, dann wäre das eine sehr sinnvolle Form von Weiterarbeit. Also das betrifft den Wissenschaftsteil. Dann haben wir den Basisinformationsteil, habe ich schon genannt, zum Beispiel. Wir müssen diese Bücher von Tobias Plettenbacher zum Beispiel, Neues Geld, neue Welt, einfach wieder lesen, um uns Basiswissen anzueignen. Ich selber bin Psychologe, ich habe keine Ahnung gehabt von Wirtschaft. Ich habe mit einer Arbeitsgruppe hier in Vorarlberg ungefähr 4,5 Jahre gebraucht, bis ich das alles verstanden habe, was diese gescheiten Herren von der Ökonomie erzählt haben. Also da ist einfach auch viel zu machen. Wir müssen endlich Biologen reinholen. Ich sage das nochmal, weil es gibt in der Natur sehr, sehr viel exponentielles Wachstum, aber es gibt Faktoren, die exponentielles Wachstum eben begrenzen, und zwar dauerhaft begrenzen. Und wir müssen solche kybernetischen Modelle einfach durchdenken. Also ein typisches Beispiel wäre, die Vögel halten die Insekten in Schach. Ja? So, warum soll sowas bei uns nicht auch geben? Also hier ist auch wirklich theoretische Basisarbeit noch in einem transdisziplinären Dialog zu führen. Ja, ich hätte noch einen Haufen andere Beispiele, aber ich lasse das jetzt mal in Anbetracht der Zeit. Ja, danke. Danke, dass du den Zeitbegriff da ansprichst. Also mir hat das jetzt auch erinnert. Also ich hatte mal in einem Workshop mit Ärzten das Problem, eine einfache Sache zu beschreiben, nämlich für Leute, die magenkrank sind, was die tun können. Und die Ärzte haben also diese Anweisung, die müssen langsamer essen. Und dann sind wir aber drauf gekommen, dass diese Anweisung sehr schwammig ist, also nicht bei jedem was anderes auslöst. Und es hat einiger Arbeit bedurft, bis wir dann formuliert haben, dass also, wenn man jeden Bissen 30 Mal kaut, bevor man ihn schluckt, dann hätten wir alle diese Dinge, die nötig sind, erfüllt. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, diese strategischen Konzepte in einfache Verhaltensmuster runterzubrechen, dass also der Otto und Ottilie, Normalverbraucher, wissen, was sie tun sollen. Und für das bin ich jetzt sehr dankbar, weil gerade Michael, von dir waren jetzt also sehr ganz konkrete Dinge mit den Büchern, sogar mit den Titeln und den Autoren. Und ich mag noch also eine zweite kurze Runde machen, wieder in bewährter Reihenfolge, ob euch noch weitere Aktivitäten, Maßnahmen in der Qualität des 30-mal Kauen einfällt, die wir dann weitergeben können an die, die sich interessieren für die Ergebnisse des Forums Seitenstätten. Gerhard, darf ich wieder bei dir beginnen? Ich muss das Friedensthema noch einbringen. Hört man mich? Ja. Ja. Und da geht es schon um Macht und Zahlen auch, nur ganz kurz. Also erst einmal finde ich es sehr positiv, dass es jetzt deutliche Ansätze gibt, dass die Friedens-, Umwelt- und Klimabewegung näher zusammenrücken. Ja, weil sie sehr miteinander zu tun haben. Und was Zahlen und Geld anlangt, möchte ich schon diese eine Zahl nennen. Täglich werden 5 Milliarden Dollar oder Euro, ist ja egal, ist so eine enorme Summe, für Rüstung ausgegeben. Täglich 5 Milliarden. Also wenn wir von Investitionen und Aufbau in eine ökosoziale Zukunft reden, ich wüsste sofort eine Quelle dafür. Ja. Und was die Bildung anlangt, da kann ich nur einen emotionalen Input bringen. Es ist uns allen klar, dass wir Bildung und nicht Ausbildung und Affentraining, wenn ich das sehr brutal sage. Meine Mutter, ein paar Tage vor ihrem Tod, habe ich sie gefragt,
was würdest du anders machen, wenn du nochmal leben könntest? Hat sie gesagt, mehr lernen, Bildung. Das, ich glaube, ist ein guter Input in der Richtung. Ja. Und ja, das ist die Grundlage, um Dinge überhaupt zu begreifen und dann positiv verändern zu können. Mehr Zeit will ich jetzt nicht in Anspruch nehmen. Ich übergebe. Ja, danke. Danke, Gerhard. Markus, was fällt dir dazu ein? Ja, wo ich schlecht bin, ist mit diesen kurzfristigen Lösungen. Das merke ich, an die glaube ich auch relativ wenig. Das, wo ich dem Michael recht geben mag, ist, dass ich auch glaube, dass die ökologische Krise viel relevanter ist als wie die Finanzkrise, denn die Finanzen können zusammenbrechen und die Konsequenzen werden, da wird man damit umgehen können, aber die ökologische Krise oder das Artensterben, das ist irreversibel, das wir da jetzt erleben. Wo ich den Michael widersprechen mag, aber da können auch beide Meinungen nebeneinander stehen bleiben. Ich glaube in der Tat, dass der Mensch im Grunde gut ist. Ja? Also ich glaube, und diesen Begriff von Richard David Brecht, der ist für mich auch wichtig geworden. Der sagt, wir leben in der Illusion, wir würden in einem Anthropozän leben. Also wir hätten unsere Welt nach den Bedürfnissen der Menschen hergerichtet. Und das geht heute halt in Richtung immer mehr Wohlstand. Und das sei eine Illusion. In Wahrheit müsste man vom Monetozän reden, also von der Tatsache, dass wir unsere ganzen Gesellschaften rund um dieses Geldsystem errichtet haben. Und ich glaube in der Tat, dass viele gesellschaftliche Institutionen, inklusive dem Staat und unseres Bildungssystems und letztlich auch des Rüstungs und dieses ganze Sicherheitssysteme, dass die damit erklärbar sind, dass wir die Welt rund um dieses Geldsystem gebaut haben, ja? Und die Mächtigen die Welt halt so geschaffen haben. Meine große Hoffnung ist, wenn dieses System in sich an diesen inneren Widersprüchen zerbrechen muss und irgendwann einmal, glaube ich, muss es zerbrechen, weil das im Sinne der exponentiellen Logik ist, dass sie das nicht auf Dauer ausgehen kann. Ne? Auch wenn es das in der Natur gibt, exponentielles Wachstum, nun auch gibt es das immer, jeden Frühling gibt es exponentielles Wachstum. Ne? Sonst wird's, aber es gibt auch den Tod und das Sterben und auch wieder das Vergehen. Ja? Und das ist in diesem kapitalistischen System halt überhaupt nicht vorgesehen. Und also letztlich müsste die Logik also in ein zyklisches Denken dann auch gehen, also ein zyklisches Weltbild im Gegensatz zu diesem exponentiellen Weltbild, in dem wir heutzutage leben. Ja, danke, Markus. Michael, du hast gesagt, du hast noch einige Vorschläge. Ja, man sieht jetzt an diesen beginnenden Dialog zwischen Markus und mir zum Beispiel, dass man sehr lange miteinander reden müsste, um zu klären, welche Rolle haben die Weltbilder auf unsere Diskussion und so weiter. Was mich beschäftigt, ist die Auswertung und Seitenstätten als Diskussionsplattform. Hier kommen einmal im Jahr ganz viele gescheite Leute zusammen, so wie wir vier hier. Und ich muss jetzt auch mal meine Frau erwähnen, ohne deren Care-Arbeit im Hintergrund all mein Tun hier überhaupt nicht möglich wäre. Punkt. Die Frage ist, wie das weitergeht. Also da wird ganz viel Wissen zusammengeschoben in ganz kurzer Zeit. Und dann gibt es aber keine strukturierten Formen des Weiterarbeitens. Und wir kommen nur weiter, das denke ich wirklich, indem man geduldig und langsam gemeinsam interdisziplinär weiterarbeitet. Und das ist eine sehr mühsame Arbeit. Da könnte man dann solche philosophischen Fragen klären oder, Klammer auf, Markus, kurz gesagt, die Stiefmutter ist das Böse im Menschen, die da vorkommt im Aschenbrödel. Also wahrscheinlich ist das nur ein Traum gewesen, dass die Welt früher besser war. Das könnte die Mutter ausdrücken, die tatsächlich immer gestorben ist. So wie die alten Römer an das goldene Zeitalter geglaubt haben, dass es wahrscheinlich nie gab.
Aber das sind alles Fragen, die viel zu kurz und zu aufwendig sind für so einen kurzen, für ein kurzes Gespräch. Also die echte Frage an das Forum Seitenstätten ist, wie machen wir das fruchtbar, was hier an Ideen zusammengetragen wird? Ich mag nochmal in diesem Zusammenhang, anstatt dass ich jetzt viel weiter rede, sage ich euch, schaut den Beitrag von der Inge Patsch an. Da sind dermaßen viele Ideen in so kurzer Zeit präsentiert, da kann man jahrelang davon zehren. Ja, Ende. Ende Gelände, ja. Ah danke, ja, Moment, darf ich ja, noch einen erwähnen? Das ist der Gernot Jochum Müller, der Beitrag von Gernot Jochum Müller vom Talentetauschkreis Vorarlberg. Das ist ein sehr elaborierter Talentetauschkreis, der mit alternativen Währungen arbeitet, und zwar mit einer Kombination von Zeitwährung und Geldwährung. Das ist eine sehr spannende Sache. Solche Experimente gehören eigentlich wissenschaftlich ausgewertet, weil sie tatsächlich eine Alternative bieten könnten, wenn unser derzeitiges Geldsystem zusammenbricht. Also so könnte es weitergehen. Und was ich sehr, sehr schätze bei Gernot Jochum ist, das ist ein Macher, nicht ein Denker. Also nicht in erster Linie ein Denker, sondern das ist jemand, der diese ganzen Zeitmodelle, die er gemacht hat, wie Talente.cc, Almenda.com und Zeitpolster.com, das sind einfach, der hat es getan. Also der zeigt, dass es möglich ist, solche völlig alternativen Geldsysteme oder Tauschsysteme aufzubauen. Sehr, sehr spannend. Also, und es ist ein schöner Kontrast zu den großen Totalentwürfen, wie zukünftige Geldsysteme aussehen könnten und so weiter. Ja, danke. Michael, du sprichst es an. Also speziell der Gernot Jochum Müller war ja schon in einem dieser Dialoge vorhanden mit der Stadler Irmi und dem Harald Orthaber. Und das ist bereits auf YouTube hochgeladen. Das kann man sich bereits ansehen. Ja, dann lade ich euch jetzt ein zur letzten Runde, dass wir von diesen Ideen, die wir jetzt entwickelt haben, dass ihr eine ganz persönliche Einschätzung abgebt von all diesen Lösungsvorschlägen, die wir da diskutiert haben, welche aus eurer ganz persönlichen Sicht die höchste Chance zur praktischen Umsetzung haben und gleichzeitig einen nennenswerten Nutzen erzeugen. Und ich bleibe bei der gewohnten Reihenfolge und mag mit dem Gerhard beginnen. Das ist extrem schwierig. Also ich schließe mit dem Michael an, was den Beitrag von der Inge Patsch anlangt. Der ist wirklich voll mit Ideen und mit nicht nur Ideen, also Worten, die irgendwo stehen, sondern auch praktischen Beispielen und Dinge, die schon umgesetzt wurden. Und es gab ja in den letzten 2 Jahren auch einige Filme, wo so positive Beispiele so etwas in den Mainstream gekommen sind. Auch da sehe ich immer diesen Wunsch nach einer heilen Welt, dass es doch anders geht. Ich kann jetzt da nicht eines nennen, was mich so anspringt, dass ich sage, das ist es. Ja, es, ich glaube, diese Vielfalt an Ansätzen, das wäre auch die Chance, so einer großen, überbordenden Ideologie, oder die alle gescheitert sind in ihrem, auch auszuweichen und viele Dinge parallel zu entwickeln und umzusetzen. Ja. Also das nehme ich auch da aus diesen Anregungen, aus den verschiedenen Beiträgen von Seitenstädtner Dialog mit. Ja. Also diese eher klein und daraus die guten Dinge, wenn sie sich bewähren, größer zu machen. Ja, danke, Gerhard. Markus, was würdest du einschätzen? Was hat hohe Chancen zur Umsetzung und gleichzeitig auch einen nennenswerten Nutzen? Für mich ist der Begriff der Verbundenheit ein ganz wesentlicher geworden in der letzten Zeit. Also die Verbundenheit zwischen uns Menschen, nicht nur zu denken, sondern auch zu spüren und zu fühlen. Und auch die Verbundenheit mit der Natur,
noch viel stärker wahrzunehmen. Wir erleben, muss ich nur einen zitieren, den Charles Eisenstein, den ich auch sehr schätze, dass er in der Illusion der Trennung, aber wir Menschen sind mit der Natur unendlich viel verbunden. Und was immer daraus erwachsen mag, aus diesem, in dieses Gefühl der Verbundenheit noch viel, viel stärker zu gehen, ich glaube, das kann heilsam wirken für die Prozesse, die da kommen. Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen unkonkret, aber ich glaube in der Tat, dass also diese Veränderung auch in uns selber und in unserem Denken und Fühlen und indem wir das noch viel, viel stärker wahrnehmen und spüren und vielleicht auch, was da an Verletzungen passiert ist, auch an über Generationen weitergegebenen Verletzungen und nicht leben dürfen, so dass das eine sehr hilfreiche Haltung für kommende Transformationsprozesse sein kann. Ja, danke, Markus. Michael? Aufforderung, etwas zusammenzufassen in einem kurzen Satz, bedeuten für mich immer ein riesiges Maß an unfairem Stress, weil es einfach nicht möglich ist, solche Fragen ordentlich zu beantworten. Das gehört auch zum Wissenschaftsdialog dazu. Ich denke, was wir brauchen, um jetzt doch noch ein Schlusswort zu finden. Erstens, wir brauchen eine neue Selbstbestimmung. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern wir sind winzige, kleine Elementarteilchen in einem wahnsinnig großen Universum. Und wir sollten uns dessen immer bewusst sein. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ich sage es nochmal, es klingt total utopisch, aber wenn wir es schaffen, die drei großen Krisen zusammenzudenken, die müssen zuerst mal zusammen gedacht werden, nämlich die Umweltkrise, die Wirtschaftskrise und die Corona-Krise, dann haben wir das Potenzial, das Veränderungspotenzial für möglicherweise sehr schnelle und sehr kurzfristige Änderungen. Das ist eine echte intellektuelle Herausforderung an alle, neben den vielen praktischen Sachen, von denen sich ja in den Beiträgen genug finden. Ja, danke. Danke, Michael. Also ich bin wieder sehr bewegt von dem, was da jetzt entstanden ist. Bedanke mich bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ein Hinweis noch, also aus diesen 12 Dialogen, die hier stattfinden, aus diesen 12 konstruktiven Dialogen des Forums Seitenstätten 2021, werden die Videos selbst hochgeladen und es gibt auch eine Zusammenfassung, die am Sonntag, den 11. April 2021 um 14 Uhr präsentiert wird. Und gleich im Anschluss wird eine digitale Plattform eröffnet, wo die wichtigsten Ideen da vorgestellt werden und wo die Möglichkeit besteht, für jeder Mann, jede Frau sich da einzubringen, zu engagieren, mitzuarbeiten, vielleicht auch neue Ideen einzuliefern. Und so möchte Forum Seitenstätten allen Zuseherinnen und Zusehern danken und uns allen wünsche ich, dass möglichst viele dieser Aktivitäten und Maßnahmen, die hier an Lösungsvorschlägen ausgedacht wurden, zur Umsetzung kommen. In dem Sinn, herzlichen Dank, alles Gute und bis auf ein baldiges Wiedersehen.